Wie ihr jetzt seht, ist jetzt das Blau wirklich sehr gut zu sehen. Ich mache da meinen Mist, ne? So, und wie machen wir nun den Effekt, den man gerade gesehen hat? Und zwar, das funktioniert auf eine bestimmte Weise. So, brauchen wir jetzt erstmal ein Bild, wo ich nicht im Bild bin. Gucken, wie sieht das denn hier aus? Das Problem ist bei meiner Kamera, die stellt die Schärfe selbst ein. Und ihr seht das vielleicht ein bisschen. Wenn ich nicht im Bild bin, ist es blass. Und wenn ich reingehe, wird es auf einmal so mehr gesättigt. Das Material ist extrem scheibenkleisterig. So, also wir brauchen einmal ein Bild, welches wir dann halt als Bluebox-Hintergrundbild nehmen. Und das sollte ja möglichst gleich sein. Deswegen, ups. Und das packen wir jetzt mal hier wie für Videos. Ich habe einen extra Ordner, YouTube Tutorials. Bild 1. Moment mal, jetzt unterbricht mich meine Mutter, deswegen muss ich mal kurz Pause machen, ja bitte. Ja, danke. So. Da machen wir das jetzt mal. Und zwar Größe 640x480. Das ist klug, weil das Video auch so groß ist. Machen wir mal. Okay. Weiter. Und jetzt hat er es schon. Dann gucken wir mal. Müsste ich hier drin sein? Da ist es. Und, ups, falsch. Was ihr gerade gesehen habt, das war mein Tutorial, wo ich, ne? Wo ich hier mein Dings da war. Womit ich immer aufnehme. Camtasia Studio 5. Und ich habe ja zu einem ganz bestimmten Moment soll das T-Shirt jetzt verschwinden, deswegen mache ich ab dann kann. Und man sieht das schön an der Audiospur, weil ich BOOM mache. Deswegen mache ich hier einen Cut. Und ab da kommt dann der Effekt. Video-Effekt, Chroma Key, Blau. Und man sieht, erkennt es perfekt. Da erkennt auch noch was Blaues. Das kann man hier alles so. Feineinstellungen kann man alles hier verändern. Und jetzt sieht man wirklich, das T-Shirt ist perfektes Blau. Kann man alles so etwas einstellen. So. Da die Hose nicht verschwinden soll, lasse ich das jetzt mal so. Ist die Frage, ob es dann auch 100%ig klappt. Packen das hier nach unten. Das da hoch. Und dann habe ich mal. So, es sieht zwar schon sehr schnieke aus. Das Problem ist, man sieht die Umrisse. Das liegt daran, dass hier außen Schatten kommt und es dann dunkel wird. Das ist natürlich etwas doof. Und das Bild ist etwas hell da in der Mitte. Deswegen würde ich da mal sagen, dass ich da noch den Kontrast vielleicht etwas erhöhe. Oder die Helligkeit etwas unterstelle, damit es besser aussieht. So. Naja. So, zumindest das war das praktisch schon. Ja, ich hoffe, es hat euch geholfen bzw. gefallen. Ich bin müde. Ich habe heute Nacht irgendwie voll schlecht gepennt. Ich weiß nicht warum. Naja, zumindest ich muss in einer Dreiviertelstunde auch zur Arbeit. Deswegen, ihr guckt euch das Video an und ich gehe zur Arbeit. Wie wäre es denn damit? Ja. Zum Abschied sage ich leise Tschüss, ne? Also, dann haut rein und tschüss. Hallo, wo geht das denn hier?